Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Folge, der zweiten Folge der BVB-Karriere. Ich bin richtig hype, Jungs, und euer Support auf der ersten Folge war unfassbar krass. Wenn es euch hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht knacken wir die 150 Likes, wer weiß. Und schreibt gerne auch weiter Kommentare, Jungs, ihr seid immer natürlich mit eingebunden. Ihr seid der Coach, ich bin der Co-Trainer und folge quasi euren Anweisungen. Ihr habt heftig viel kommentiert, Jungs, auf alle einzelnen Themen werden wir gleich natürlich in der Folge eingehen von vornherein. Aber nochmal ein riesen Dankeschön für den krassen Support. Über 150 Kommentare. Ich habe gedacht, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich bin gar nicht mehr drauf klargekommen, Jungs. Und wenn ihr die Folge weiter seht, wenn es euch gefällt und ihr auf dem Kanal nichts mehr verpassen wollt, rund um die BVB-Karriere und auch Sprint to Glories, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und gerne auch OneFootball über den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken, Jungs. Eine kostenlose Fußball-App rund um die Fußballwelt komplett informiert. Und wir starten rein und werden die Facecam wahrscheinlich erstmal verschwinden lassen. Bedeutet, es geht hier direkt mal los mit eurer ersten Abstimmung. Über das i hier oben im Video könnt ihr abstimmen, ob die Facecam wie jetzt komplett weg sein soll für die komplett restliche Folge, also nur im Intro und dann weg, oder ob ich die Facecam einfach verkleinert noch die ganze Zeit in der Ecke dabei haben soll. Wir sind natürlich mittlerweile schon nach dem Vorbereitungsturnier jetzt hier in der Bundesliga-Tabelle. Es geht dann auch mit der Saison los. Im Hintergrund seht ihr nochmal ganz kurz unser Team und an der Stelle wirklich, Jungs, nochmal, es tut mir auch wirklich leid, dass ich nicht jeden Kommentar beantwortet habe, aber jeder Kommentar hat ein Herz bekommen und alle, die ich beantworten konnte, zeitlich, habe ich auch beantwortet. Also die ganzen Transfervorschläge habe ich einfach nur ein Herz gegeben, Jungs, weil es halt sehr, sehr zeitaufwendig ist. Ich will nicht, dass ihr da denkt, ich bin irgendwie jetzt abgehoben, weil ich nicht jeden Kommentar beantworte, aber das Herz, denke ich, hoffe, reicht auch für den einen oder anderen unter euch. Der wichtigste Faktor war für euch eigentlich, dass wir hier in Sachen Realismus einen sehr, sehr großen Wert machen oder drauf legen, und das werden wir auch tun. Und ihr habt auch gesagt, arbeite auf jeden Fall mit einer Jugendakademie und guck da, dass du mindestens einen Scout bekommst, wie hier zwei Stück davon, die mindestens einmal 4 Sterne und einmal 5 Sterne haben. Das ist zum einen hier Joshua de Vrijs, den können wir definitiv direkt mal verpflichten, und dann sollte hier normalerweise auch nochmal einer da sein. Oh mein Gott, da ist ein Pole, Jungs, 2x5 Sterne. Ihr wollt, dass wir 3 Scouts anheuern. Das machen wir, das passt auch. Wir haben überall mindestens die 4 Sterne. 4-5, 5-5 und 4-5. Und ihr wolltet eigentlich auch zum größten Teil, dass ich die in die Herkunftsländer schicke. Das werde ich in der Niederlande machen, aber den Polen und den Schweizer hier, die werde ich wahrscheinlich nach Europa, Frankreich und Deutschland schicken, weil das waren die Top-Kommentare von euch. Gesagt, getan, Frankreich, Deutschland, Niederlande. Die Jugendakademie wird aufgebaut, gleichzeitig direkt mal als Überleitung in Sachen Transfers. Ich habe einige Spieler bereits auf der Wunschliste, da werden wir gleich das Ganze auch durchschauen. Also danke auch an jeden Einzelnen, der da einen Kommentar geschrieben hat. Und ihr wolltet auch, dass wir keine Bayern-Spieler verpflichten und auch keine Schalke-Spieler. Das werde ich zum größten Teil wahrscheinlich auch einhalten. Außer irgendwann habe ich Bock, vielleicht eine Rückholaktion von Hummels, vielleicht auch Gündogan aus Manchester City oder natürlich auch mein Lewandowski. Wobei das natürlich noch sehr, sehr weit weg ist und gleichzeitig auch nicht unbedingt im Verbund mit Thema Realismus wäre. Scouting-Berichte sind da. Toljan ist der Erste, der uns verlässt auf Leihbasis in Richtung FC Arsenal für ein Jahr. Das also Premier League Luft schnuppern, und gleichzeitig hattet ihr auch ordentlich viele Vorschläge in den Kommentaren, was Neuzugänge angeht, gleichzeitig aber auch was mögliche Abgänger aus unseren Reihen angeht, und da unter anderem war Toljan, den ich jetzt leider verliehen habe, sonst könnte man dann theoretisch den natürlich auch verkaufen. Ihr wollt ebenfalls, dass Piszczek auf der Wunschliste in Sachen anderer Vereine womöglich stehen kann, genauso Ömer Toprak auf der Transferliste. Weiter geht's dann hier mit Schmelzer, mit Weigl, der aktuell auch schon im Kontakt mit Beşiktaş ist, dann geht's auch weiter mit Rode, der verkauft werden soll, und ansonsten, glaube ich, war's das zum größten Teil, Jungs. Ihr wolltet auch noch, dass wir Schürrle zurückholen, dass wir die Leihe abbrechen für 2,37 Millionen und ihn dann direkt auf die Transferliste setzen. Machen wir natürlich direkt. Kagawa ist auf der Transferliste, aktuell auch schon in Gesprächen mit PSG, und ihr wollt noch, dass ich Maximilian Philipp verkaufe. Des Weiteren hieß es von euch, ich soll die Leihe von Paco Alcacer abbrechen, genauso auch natürlich hier von Ashraf Hakimi, und soll sie dann direkt frisch neu verpflichten, sodass sie dann wirklich bei uns im Team sind. Beides werden wir machen, beides kostet ein Stück weit, aber beides ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft. Beide Deals fix, beide über die Bühne gegangen, und Ashraf Hakimi war sogar ein richtiges Schnäppchen. Da war Real Madrid doch sehr kooperativ. Wir zahlen nur 8,5 Millionen, 2,5 Millionen unter dem eigentlichen Marktwert, und für Paco Alcacer mussten wir doch schon mehr hinlegen, 21 Millionen, aber das sollte sich, denke ich, hoffentlich lohnen. Beide Spieler, die ursprünglich ausgeliehen waren, jetzt bei uns fest verpflichtet. Dann war das nächste Thema, wie viele Spiele wir spielen sollen, Jungs, und da habt ihr eigentlich das Format gefeiert, dass man sagt, man spielt einen Monat, zockt auf jeden Fall alle Champions League Spiele, alle Spiele im DFB-Pokal, sollte es natürlich ein interessanter Gegner sein, und sucht sich dann wiederum noch parallel ein Team für die Bundesliga-Saison, und deshalb an der Stelle die nächste Abstimmung, Jungs. Hier ist es klar, im September werden wir das Spiel gegen Brügge selbst spielen, und dann habt ihr die Wahl, hier noch ein Team auszuwählen. Ich denke, Nürnberg fällt flach, weil das halt der Aufsteiger ist zu dem zu Hause. Ich würde erst sagen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim oder Leverkusen hier oben über das i, einfach mal abstimmen, Jungs, und als kleine Änderung, ich werde Leipzig hier simulieren, ich werde auch Hannover simulieren, weil ich mich hier ursprünglich eigentlich um die Transfers kümmern will, dann natürlich in die
die Saison reinstarten, aber so richtig erst dann in der nächsten Episode, wo es dann um den September geht und dann kommt die nächste Folge Oktober, die nächste Folge November und dann die nächste Folge Dezember, wo es danach dann wiederum in der Transferphase geht. Ebenfalls hattet ihr nichts dagegen, wenn wir sagen, hier, wir stellen noch eine Reservemannschaft auf, die gegen schwächere Gegner aus der Bundesliga spielen darf, vielleicht auch mal in der Königsklasse ran darf, gegen Brügge im Rückspiel, wenn vielleicht der Einzug in die K.O.-Phase schon fest ist oder halt eben auch im DFB-Pokal spielt. Und die Mannschaft habe ich jetzt zumindest mit dem aktuellen Personal einfach mal aufgestellt. Darunter sind viele Spieler, die womöglich den Verein noch verlassen werden. Aber hier auf jeden Fall mal so der erste Blick aufs Team, der zumindest mal hier ganz gut aussieht. Gleichzeitig aber verfolgen wir natürlich noch immer das Ziel, das Team auch ein Stück weit umzukrempeln. Das ist nämlich Team 2 und das ist aktuell die Startformation, wo ich mich eigentlich gar nicht drüber beschweren kann. Ich werde aber dennoch auf jeden Fall Transfers tätigen. Die Trainingseinheit wurde auch angepasst, weil ihr habt auch geschrieben, du keine Spieler ins Training, die nur ausgeliehen sind, die als möglicher Abgang, als Kauf oder natürlich als Leihe in Frage kommen. Und deshalb haben wir jetzt ein Stück weit was geändert. Dahoud, Sancho, Akanji, Pulisic und Hakimi bilden jetzt die 5er Trainingseinheit. Ihr hattet sehr viele Vorschläge in Sachen Transfers. Einige Spieler habe ich jetzt hier auf der Liste noch übrig gelassen. Jungs, viele habe ich gestrichen, weil FIFA meint, die sind erst kürzlich zum Verein gewechselt. Einige haben schon einen neuen Verein jetzt in der aktuellen Saison gefunden. Und einige waren für mich einfach zu Standard, die man zu oft geholt hat, weshalb ich die dann einfach auch aus eigenem Interesse aus der Liste verbannt habe, beziehungsweise von der Liste gestrichen habe. Was ich hoffe, dass ihr mir das ganze Ding nicht allzu übel nehmt. Im Hintergrund laufen ein paar Geschichten in Sachen Transfers. Im Endeffekt sage ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Aber Jungs, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das ganze nicht zu übel, auch wenn mögliche Spieler verkauft werden, die ihr vielleicht gerne bei Dortmund weiter gesehen habt. Ding ist einfach so, dass man es nicht allen recht machen kann. Ich probiere so das Mittelding zu finden. Unter anderem gab es auch ein paar Spiele, die ich nicht verkauft haben wollte, die ich aber trotzdem ziehen lasse. Und ja, wie gesagt, Jungs, ich hoffe, dass ich so gut wie allen recht machen kann und dass die vielleicht ein Stück weit was Kleines zu meckern haben, einfach so ein Stück weit drüber stehen können und sagen, hey, kannst du nichts dazu, macht nichts aus. Kurze Übersicht, was die Abgänge angeht. Toljan, Burnic wurden verliehen. Schmelzer 8,3 Millionen zu Celta Vigo. Hakimi haben wir frisch verpflichtet, das wisst ihr. Dann Piszczek 9,8 zu Tottenham. Rode 10 Millionen zu Monaco. Schürrle 11,7 zu Wolfsburg. Weiter geht's mit Weigl für 21 Millionen zu Beşiktaş. Dann Paco Alcacer verpflichtet für die gleiche Summe, die Weigl auch für uns gegangen ist. Oder dann wir noch Ömer Toprak 28 Millionen zu Bilbao. Wir haben Maxi Philipp für 31 Millionen. Und der Rekordabgang ist Shinji Kagawa für 32 Millionen. Also doch schon einiges passiert. Auf dem Konto stehen jetzt über 158 Millionen, wo wir natürlich das Gehaltsbudget noch anpassen müssen, aber auf jeden Fall auf dem Transfermarkt zuschlagen können. Die ersten monatlichen Scouting-Updates waren da. Zum einen Javier Charpentier, 17 Jahre alt, 65er Gesamtrating, bekommt aber sowas von direkt hier. Einen Profivertrag für den Keeper und Luke van der Linden. Starkes Potenzial, jetzt schon sehr, sehr starken Marktwert, kommt auf jeden Fall auch ins Profiteam und beide von denen kriegen direkt auch mal eine Trainingseinheit. Wir haben einen weiteren Spieler verkauft, Jakub Brun-Larsen wechselt zu Sheffield Wednesday für 7,5 Millionen. Ein Transfer, der so lala in Sachen Gefühle von mir, also schon gemischte Gefühle. Ich hätte den nämlich sehr, sehr gerne mit rein integriert, aber muss halt eben auch dazu sagen, Jungs, er hat in Anführungszeichen nur eine 72, vielleicht irgendwann mal ein Kandidat für eine Rückholaktion, aber in dem Fall jetzt, Jungs, bauen wir eine Jugendakademie auf, haben schon ein sehr krasses Team mit Potenzial und es wäre wirklich sehr schwer für ihn geworden. Neben Alcacer und Hakimi gibt es die ersten Neuzugänge zu vermelden. Timo Horn wechselt für 32 Millionen und Marvin Hitz im Tausch vom 1. FC Köln zu uns wird neue Nummer 1, war auch ein sehr, sehr krasser Kommentar von euch. Und Matthias De Ligt kommt für 35 Millionen und wird wahrscheinlich auch Stammspieler von der A11. Beide kommen natürlich direkt auch zum Startelf-Debüt, Timo Horn und Matthias De Ligt mit dem restlichen Team, das ihr natürlich kennt, jetzt gegen RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt. Und ich will eigentlich positiv reinstarten. Ashraf Hakimi zeigt direkt, dass sich die Festverpflichtung, also die Festanstellung, gelohnt hat. Aber auch Sabitzer zeigt was und hat was dagegen, dass es hier 1-0 für uns stand. Dann 1-1, Mario Götze mit dem 2-1, dann Paulsen mit dem 2-2. Ein sehr torreiches Spiel zu Beginn hier zum Auftakt. Ich hoffe dennoch, dass es positiv für uns ausgeht. Marco Reus, der Kapitän, geht voran, macht das 3-2 und es bleibt dabei, Jungs. Wir gewinnen das Auftaktspiel gegen Leipzig mit 3-2. Denkbar knapp, aber es war direkt ein bärenstarkes Spiel, wo wir vielleicht ein Stück weit glücklich gewonnen haben, aber es muss auch solche Spiele geben. Lange und zähe Verhandlungen mit Olympique Lyon, bis es jetzt endlich zu einer Einigung kam. Wir zahlen 50 Millionen für den Niederländer Memphis Depay, der unterschreibt sogar für 5 Jahre. Und ihr könnt mir an der Stelle auch mal direkt in die Kommentare schreiben. Depay oder Depay? Spricht man es in Deutsch aus oder mehr so auf Englisch? Das könnt ihr mir mal reinschreiben, Jungs, weil da habe ich auch so ein Stück weit meine Probleme. Nach dem Transfer, der jetzt über die Bühne gegangen ist, habt ihr oben gesehen, stehen noch immer über 50 Millionen auf dem Konto und das werden wir dafür nutzen, um den Kader einfach in der Breite in Sachen Zweitliga bzw. zweites Team so ein Stück weit aufzufrischen. Um einen möglichen Abgang oder eine Verschlechterung oder einen in Ruhestand gehenden Marco Reus
vielleicht ein Stück weit schon mal vorzubeugen, investieren wir in die Zukunft auch auf der 10er Position, wo ja aktuell der Kapitän bei uns spielt. Da soll jetzt Kai Havertz kommen. 32 Millionen Ablösesumme Liga-intern von der Werkself. Und Jungs, ein 80er Rating, 19 Jahre jung, ein absoluter Topspieler. Wahrscheinlich zu Beginn noch einer, der erstmal für die zweite Mannschaft aufläuft, um da natürlich dann auch so ein Stück weit Erfahrung zu sammeln und irgendwann, wie gerade schon gesagt, vielleicht Marco Reus ersetzen soll. Und wir werden den Deal hier fix machen. Fast hätte ich dem gar kein Gehalt gegeben, dann wäre der Deal alles andere als fix gewesen. Aber nach dem Transfer haben wir jetzt noch immer knapp 15 Millionen und davon werde ich mir jetzt, denke ich, auch noch einen Ersatzspieler holen. Bevor der wahrscheinlich vorerst letzte Transfer fix gemacht wird, gehen wir rein gegen Hannover 96, also auswärts. Pulisic in der vierten Spielminute mit der frühen Führung für uns, das ist extrem wichtig. Ich will hier mindestens einen Punkt mitnehmen, will einen guten Saisonstart hinlegen und das würden wir dann machen mit 4 Punkten nach 2 Spielen. Natürlich auch unbedingt hier vielleicht sogar 3 Punkte zu holen, will ich gar nicht so ein Stück weit als Vorgabe geben, sondern will einfach das Beste rausholen, wenn es 3 Punkte werden, top. Wenn es nur 1 Punkt wird, was durchaus noch passieren kann, dass Hannover nochmal trifft. Nein, es ist Paco Alcácer nach seiner Einwechslung mit dem 2:0. Haraguchi nur noch mit dem Anschlusstreffer. Lange Rede, kurzer Sinn, Jungs. Es war übrigens jetzt auch Depay direkt als Startformationsspieler dabei, wenn man das so sagen kann. Havertz war auf der Bank. Wir gewinnen 2:1 auch bei Hannover 96. Brais Mendes ist der nächste und zugleich auch letzte Neuzugang jetzt in der Sommertransferphase. Der wechselt aus der La Liga von Celta Vigo für 10,4 Millionen. 21 Jahre jung. Ja, 74er Rating, Jungs. Das ist durchaus in Ordnung. Natürlich mal einer für die B11, was aber von vornherein gar nichts Verwerfliches mit sich bringt, sondern einfach nur den Kader in der Breite ganz gut aufstellt. Danach stehen noch knapp 5,9 Millionen auf dem Konto, die werden wir da auch belassen, weil wir doch später auch durchaus ein paar eigene Jugendspieler hochziehen wollen und dafür braucht man das Geld dann auch noch, um natürlich auch später noch ein paar Verträge schon mal vorzeitig zu verlängern. Der Deal ist aber fix. Solltet hier nochmal ganz kurz die Übersicht: Mendes, Havertz, Depay, De Ligt, Horn, Hakimi und Paco Alcácer als Neuzugänge, allesamt haben für 5 Jahre unterschrieben und somit stelle ich euch jetzt mal die Startformation vor, also die A11 und zugleich auch die B11. Das ist die Startformation, das ist das Team in Bestbesetzung mit Neuzugang Depay, mit Neuzugang De Ligt und Neuzugang Timo Horn. Das Ganze in der B11 dann ein Stück weit verändert mit Delaney als Kapitän, Guerrero und Sancho sind die einzigen, die aus der A11 da übrig bleiben und dann sind es dann sonst noch Bürki, Diallo, Zakadou, Wolf, Mendes als Neuzugang, Havertz als Neuzugang, Dahoud, Delaney, Sancho und vorne Paco Alcácer. Also das Team steht und das Team hat doch sehr, sehr überzeugt bis hierher. Und wir haben auch richtig überzeugt in Sachen Transfers. Guckt euch das mal an, Jungs. Das ist beinahe zu Rekord und das in nur einer Transferphase. Absolut heftig. Also damit können wir definitiv zufrieden sein. Knapp 350 Millionen für Transfers und das bei Borussia Dortmund. Und das nicht unbedingt unrealistisch. Also eure Meinung zu den ganzen Transfers definitiv mal in die Kommentare. Und die Abstimmung zu der nächsten Partie, die ist ja schon offen, beziehungsweise die findet ihr auch schon hier oben über das i, wo wir jetzt auch gleich nochmal ganz kurz zum Thema Saison auf den Kalender gehen und uns da den nächsten Monat anschauen. Wir werden auf jeden Fall gegen Brügge spielen und ihr entscheidet dann gegen welches Team wir noch spielen und parallel gibt es da natürlich dann auch wieder ein monatliches Scouting-Update in Sachen Jugend. Wir werden die Teams wechseln, ich freue mich extrem drauf. Aktuelle Tabellensituation, wir sind auf Platz 1, ist natürlich alles nur eine Momentaufnahme, ist aber ein sehr guter Start und rundet, denke ich, die erste, beziehungsweise doch die erste richtige Folge hier, im Endeffekt die zweite, wenn man es gesamt sieht, hier doch ganz gut ab. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lassen würdet, gerne auch einen Kommentar schreibt und gerne auch kostenlos abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bedanke ich mich bei euch schon wieder für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein und ciao!